Weil du ihm ja eh nicht vertraust, wenn er den Euro gibt und dir das T-Shirt schenkt. Das ist, klingt eigentlich blöd, gell? Da kann man ihm nicht vertrauen. Besser er kriegt das Shirt und nimmt das Shirt, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Oder gehen wir beide auf den Gutschein. Oder das, ja. Waren ja blöde Optionen bis jetzt. Marcel ist ein bisschen verwirrt, oder? Ja. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute ist es soweit, eine weitere Ausgabe von Offenheit oder Off-White. Freue mich schon immens darauf. Witzigerweise drehen wir heute nicht nur eine Ausgabe, sondern sogar zwei Ausgaben. Denn wenn man da mal so ein bisschen nach hinten blickt, sind heute unglaubliche, weiß ich nicht, 90 bis 110 Leute. Ich bin schlecht im Zählen gekommen. Und somit haben wir kurz einmal das liebe Hypnitz angefragt, ob wir nicht einfach zwei Ausgaben drehen. Somit haben wir von 3 Off-White-Shirts auf 6 Off-White-Shirts erhöht. Egal ob Off-White, egal ob Gucci, egal ob Balenciaga, es gibt nur eine wahre Marke und das ist M&M, Freunde. 25. ist der offizielle Release von M&M Tabula Rasa. Die höchste Qualität im Game, clean, inside out zu tragen mit Printing. Seid auf alle Fälle gespannt, was euch da noch erwartet, denn schon am, scheiße, am wievielten ist der Trailer? 20. ist der Trailer, Freunde. Seid gespannt. Okay, ich will auch gar nicht mehr länger quatschen. Wir haben in 2 Gruppen gesplittet. Gruppe Nummer 1 ist bereit, hier anzutreten und auch hier sehen wir sehr viele OGs mit Jack the Ripper zum Beispiel am Start. M&M kompletter Scheiß, oder? Ja. Passt perfekt, super. Okay, die sind alle ready. Ich freue mich schon sehr. Ihr wisst, wir drehen Off-White oder Off-White Extreme, oder? Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr euer eigenes Shirt verliert. Wenn 2 snitchen, freut sich der dritte und das ist die Altkleiderbox. Sehr gut. Okay, passt. Dann würde ich sagen, wir suchen mal die ersten Gegner heraus. Hype Philipp darf natürlich. Du hast Platz Nummer 1 mit der 6PM-Hose. Und die Schutzmaske auf richtig aufgesetzt, oder? Na sicher. Okay, perfekt. Und, ja, du lächelst mich. Na, du lächelst gar nicht, gell? Tu mal die Schutzmaske runter. Ja, er lächelt. Passt. Und der zweite darf auch gleich her. Ihr seid die ersten 2 Gegner. Schutzmasken habt ihr auf. Setzt noch ich auf. Ah! Unser Hauptpreis, Freunde. Ganz klar, es gibt die Möglichkeit, entweder ein Off-White-Shirt zu gewinnen. Wir haben dieses wunderbare und auch dieses nochmal, das Mona Lisa Tee, zur Verfügung gestellt bekommen von Hypnitz. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, Jungs. Wissen wir natürlich sehr zu schätzen. Auch hier findet ihr M&M in der Raunsteingasse im 1. Bezirk. Kennt euch aus. Passt. Okay, das ist der erste Preis. Zweiter Preis sind 15% Gutschein. Die finde ich nicht mehr. Ah, 15% Gutschein. Das war's. Codes, Gutscheine. 15% Gutscheine für Hypnitz. Okay, ihr kennt die Regeln. Nur einer kann ein Off-White-Shirt gewinnen. Beide können einen Gutschein bekommen oder beide gehen ohne Shirt nach Hause. Das entscheidet der Cent oder der Euro und natürlich ihr. Gut, muss ich euch nochmal die Regeln erklären? Ich glaube, mittlerweile kennt jeder die Regeln, oder? Okay, dann setze ich mir jetzt mal meine Schutzmaske auf. Kannst du mal kurz mein Handy halten? Danke, Brudi. So, wir stehen hier neben dem Philipp. Servus, Philipp. Hallo. Schön, dass du mal wieder da bist. Sonst immer nur im Stream sehr aktiv, gell? Heute hast du mal die Gelegenheit, was zurückzubekommen. Ja, danke. Ja, gerne. Wir werden sehen, ob es ein Danke ist. Wie heißt du? Mustafa. Mustafa. Freut mich, dass auch du hergekommen bist. Warum bist du gekommen, um ein Off-White-Shirt zu gewinnen, oder? Ja. Ja, hauptsächlich. Ja. Okay, wie alt bist du? 14. 14. Du bist mittlerweile? 14. Auch 14? Ja. Okay, 14 gegen 14. 2 minderjährige Bullen da in diesem Video um ein Off-White-Shirt. Ihr kennt die Regeln. Auf was hast du eigentlich Bock? Schon Bock auf das Off-White-T-Shirt. Okay, okay. Ich bin gespannt. Ich gebe euch jetzt mal die Münzen. Du hast mal hier einen Cent und einen Euro und du einen Cent und einen Euro. Seid ihr eher ehrlich oder eher unehrlich? Schon ehrlich. Schon ehrlich. Stehst du zu deinem Wort? Ja. Ja, okay. Das heißt, das, was du sagst, ist immer Gesetz. Ja. Okay. Dann könnt ihr euch jetzt ausmachen, worauf ihr gehen wollt. Ihr könnt euch anlügen. Ihr könnt die Wahrheit sagen, es bleibt komplett euch überlassen. Das Off-White-Tee, aber... Ein bisschen lauter reden, die Schutzmaske. Das Off-White-Tee, aber wir können, ja, ich kann es dir geben und dann, wenn du es willst, kannst du es verkaufen oder... Du würdest ihm das Off-White-Tee schenken? Nein, ja, wenn es er mir geben würde, dann würde ich... Weiß ich nicht, was würdest du machen? Ja, also ich würde es, wenn es meine Größe wäre und wenn ich es auch, wenn die Möglichkeit wäre, dass ich es umtauschen kann auf meine Größe, würde ich es auch tragen. Umtausch ist nicht möglich, ist zur Verfügung gestellt. Ja, dann würde ich es, also... Würde es tragen. Und falls es nicht passen sollte, dann verkaufen und wir teilen uns das Geld. Das ist euer Plan. Das heißt, was willst du geben? Einen Cent, oder? Ja. Okay, und du? Auch einen Cent? Ja. Ja, okay, klingt gut. Gute Idee. Das heißt, beide geben einen Cent? Ja. Ja, wirklich? Wenn wir beide einen Cent legen, dann verlieren wir beide das T-Shirt. Oh, ja, stimmt, also, das haben wir vergessen. Du gibst 1 Euro, ich gebe 1 Cent. Und dann bekommt er das T-Shirt, oder? Oder bekommst du? Wenn du den 1 Cent gibst, dann kriegst du das Shirt und er kriegt gar nichts. Dann gib lieber du den 1 Cent, oder? Dann bist du auf der sicheren Seite. Ich gebe dir das Off-White-Tee. Das heißt, du gibst den 1 Cent, er soll 1 Euro geben und wenn du es bekommst, gibst du ihm das Shirt? Ja, er hat eh aber nichts an, dann verliert er den T-Shirt, ich schon. Ja, wenn ihr beide 1 Cent gebt, ja. Ja,
aber ich gebe ihm das Offer-T-Shirt. Okay, das heißt, was gibst du? Ein Cent. Nein, ein Euro. Ein Euro, ja. Okay. Das heißt, du lässt ihn jetzt quasi gewinnen und schenkst ihm das Shirt ohne irgendwas. Ja, wir wollen es ja beide verkaufen, oder nicht? Okay, das heißt, du versicherst ihm, dass ihr es beide verkauft. Ich gebe also einen Euro. Falls es nicht passt, dann ja. Okay. Weil ich wir kennen. Das heißt, wenn es dir passt, dann willst du es nicht verkaufen, dann geht er leer aus. Ja, ja, dann würde ich ihn auf Essen oder so einladen, dass er wenigstens was davon hat. Ah, okay. Darauf lässt du dich ein, oder? Nein. Nein, okay. Keine Ahnung. Also ich würde verkaufen. Wir schauen einfach, was passiert. Passt. Dann gib mir du einmal die Münze, die du geben möchtest. Okay, passt, kenne ich aus. Und du kannst mir deine Münze geben. No. Chillig. Okay, er hat schon mal den Cent gegeben. Du weißt, was du gegeben hast. Du hast einen Euro gegeben. Somit geht das Off-White-T-Shirt, das allererste, an den lieben Philipp. Was magst du für Farbe, weiß oder schwarz? Weiß, bitte. Weiß, dann nehmen wir einfach das. Perfekt, das Mona Lisa Tee. Und jetzt ist die Frage, ob es dir passt. Wenn es dir passt, behältst du es. Und wenn es dir nicht passt, dann verkaufst du es und gibst ihm die Hälfte. Oder wie war das? Ja. Okay. Passt es dir? Schaut so aus, wie wenn es passen würde. Okay, das heißt, du kriegst gar nichts anscheinend. Passt. Nice. Dann danke für die erste Runde. Viel Spaß mit deinem Off-White-Shirt. Und ja, die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Das war die erste Runde von Off-White oder Off-White, ja? Okay, so kann es natürlich auch gehen. So, jetzt die Frage. Du bist weit angereist, oder? Ja. Ja, woher? Woher bist du? 2 Kilometer von Wien 13. 2 Kilometer von Wien 13. Wir müssen ein bisschen nach der Schrift reden. Da haben auch sehr viele Deutsche zu sehr. 2 Kilometer von Wien 13 ist er hier gerade. Passt, Leon, wie heißt du? Ich bin der Marcel. Marcel, okay. Marcel, coole Cap. Bist du zufrieden mit der Kappe? Sehr zufrieden. Das freut mich sehr. Sitzt gut, hat perfekt, Luft, ist bequem, hält perfekt, gut warm. Perfekt, super. Perfekt, so muss das sein. Okay. Wirklich, Neustädter Partie. Gehen wir. Na sicher. Oh, servus, ja. Brudi. Ja. Der Bruder von einem Freund von mir. So, wenn ich den abzocke, dann bin ich ein bisschen im Arsch daheim. Okay, so, ihr kennt die Regeln, oder? Wie alt bist du? Ich bin 16. Du bist 16. Wie alt bist du? 23. 16 gegen 23. Na, ich bin gespannt. Ja, Schutzmaske auf, genau. Du hast es ja schon. Ich bin gespannt. So, worauf hast du Lust? Willst du ein Off-White-Tee? Ja, ich würde schon gerne ein Off-White-Tee haben. Okay, bist du für ein Off-White-Tee gekommen? Ja, natürlich. Okay, das heißt nur wegen einem Off-White-Shirt hergefahren? Na, ich war spontan da, hab deine Story gesehen und mir gedacht, ja, ich mach mal einen Spaß. Ja, recht hast. Und jetzt bist du im Video. Okay, das heißt, Off-White-Shirt wird dich nicht stören? Na, also ich würde es nehmen. Würdest du es nehmen? Auch du würdest es nehmen. Dann liegt es jetzt natürlich an euch, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, was passieren soll. Geht ihr auf das Off-White-Shirt, kriegt keiner was, beziehungsweise müssen welche ihr Shirt abgeben, oder nehmt ihr einen 15% Gutschein? Also ich würde schon gerne das Off-White-T-Shirt haben. Und ich habe auch ein teures T-Shirt gerade an. Okay, was ist das? Travis Scott? Nein, ein Vilon-T-Shirt. Vilon? Ja. Okay, ja, das ist teuer. Was kostet das? 92. 290? Ja. Okay, ich sag's gleich, mein T-Shirt kostet 10 Euro. Mhm. Wenn's willst, ich gebe da, ich habe ein paar eingesteckt, 30 Euro, die kannst du haben, die gebe ich da. Ich gebe einen Cent her, mache ich fix, habe ich schon vorher gesagt, aber deine Entscheidung. Ich gebe dir das Geld, das kannst du ein paar haben, ich gebe es dir sofort danach. Also könnt, wenn ich dir jetzt filmen. Ja, das filmen wir. Wenn ich jetzt 1 Euro hergebe, dann. Ich gebe zu 100% einen Cent. Zu 100%? Zu 100%. Ohne irgendwas zu machen oder so. Oh, das war natürlich nicht so intelligent, das zu sagen, weil jetzt hat er dich bei den Eiern, weil er weiß, dein Shirt ist teuer und du würdest nicht den einen Cent hergeben, wenn du weißt, dass er den einen Cent gibt. Das heißt, Pattsituation quasi. Ja, aber wie gesagt, ich wäre sowieso hergegangen mit der Situation. Ich hätte ihm was angeboten, sagt er ja. Und wie gesagt, 10 Euro tun wir nicht weh. Okay, aber den Gutschein zu nehmen ist für dich keine Option? Nein, ist keine Option. Okay. Ich mache jetzt auch 1 Cent, dann haben wir beide kein T-Shirt. Ja, nee, aber er macht es wahrscheinlich eher als du, oder? Aber ihr habt dann gar nichts mehr an, so? Nein, easy. Ich war vorher bei H&M und habe 2 Hemden gekauft. Also okay. Hennes und Mauritz regelt, okay. Okay. Na, ich kann es dir gleich geben. Ich war es schon. Aber es wäre schon, also es wäre schon cool, würde es mir gönnen. Ja, aber nicht. Ja, es wäre. Okay. Was habe ich davon? Ist nicht böse gemeint, ich bin mit der Einstellung herkommen. Ja. Was ist, wenn ich jetzt die 1 Euro herlege? Gebe ich trotzdem 1 Cent.
Wie gesagt, geil, Euro sowieso, dann hast du das Off-White-T-Shirt, aber dann habe ich nicht. Ich gebe dir 30 Euro. Wie du willst, wenn du, sagen wir jetzt, wir machen 15%, du kaufst ein T-Shirt um 100 Euro, hast 15 Euro Gewinn gemacht, so kriegst 30, kannst mit 30 Euro mit Freundin oder Freunde. Wir gehen in Kontakt und wir verkaufen das Off-White-T-Shirt, dann haben wir beide. Ich verkauf's nicht, wenn es mir nicht passt, dann gebe ich es meiner Freundin oder meinem Bruder, also. Oder dem Hund. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Wie gesagt, okay, das heißt, du nimmst 30 Euro. Ja, ich kann. Okay, nein, du kannst mir mal zuerst den 1 Cent geben, falls du mir den 1 Cent. Nein, na Spaß. Okay, und ja, du kannst mir die Münze geben. Gut, es ist eh schon klar, was gegeben wurde. Er hat, wie angesagt, den 1 Cent gegeben und du den 1 Euro. Du bekommst somit das Off-White-Shirt. Was ihr jetzt da macht, interessiert mich nicht. Perfekt, ich nehme das Schwarze. So, 30 Euro. So kann man eigentlich einen halbwegs fairen Tausch machen. Keiner ist leer ausgegangen. Gut gemacht. Danke, ich kann dir nicht die Hand geben, Corona. Danke fürs Mitspielen. Gut gemacht, 30 Euro sind 30 Euro, oder? Ja. Danke vielmals, danke vielmals. Top. So schnell kann es gehen, weil in der Nähe hole ich ein Off-White-Shirt. Super. Eines haben wir noch, meine sehr verehrten Kollegen. Karl Stetten. Karl Stetten. Ihr könnt es nicht so mit meinen Heimatdingern harzen. Zeig mal aus, wo das draufsteht. Okay. Ja, ist Arsch. Ich kann dir sagen, dass ich das. Oh, okay. Der Marcel ist wieder da. Ja, komm, nimm meinen Marcel und ich nehme dich noch. Ja, perfekt. Okay, so, Marcel, schön, dass du da bist. Was hast du da gerade abgestaubt? Was vom Peso? Ah, nice. Okay, ein M&M-T-Shirt. Bist du zufrieden damit? Sicher, immer. Nochmal was anderes als Represent, oder? Viel was anderes. Viel was anderes, sehr gut. Du hast auch einen M&M-Hoodie, bist du mit zufrieden? Ja, sehr. Ja, sehr, das freut mich. Wie heißt du? Ich bin der Kevin. Kevin, wie alt bist du? 15. 15. Und wie alt bist du? Ich bin 14. Okay, 14 gegen 15. Ihr seid heute hergekommen, um du wahrscheinlich noch ein Off-White-T-Shirt abzustauben, aber ich kenne dich, du bist eher der Ehrliche, stimmt das? Ja. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Warum bist du heute hergekommen? Eigentlich einfach nur so. Also, einfach nur so aus Spaß? Ja. Okay, nice. Ihr wisst, ihr kennt die Spielregeln, oder? Ja. Gut. Ihr könnt ein Off-White-T-Shirt gewinnen oder zwei Gutscheine oder ihr müsst euer Shirt abgeben. Ja. Passt, du hast den Represent-Shirt an, aber sicherheitshalber noch ein ordentliches Shirt mit dabei und du hast dann M&M. Hoodie. Das heißt, ja. Das Risiko ist euch aber bewusst, gell? Wenn beide einen Cent geben, müsst ihr beide euer Shirt hergeben. Okay, dann darf ich dir jetzt mal den einen Cent geben, zack, und den einen Euro und auch dir den einen Cent und den einen Euro. Wie heißt du nochmal? Ich bin der Kevin. Kevin, das heißt Marcel gegen Kevin. Bitte noch Schutzmaske aufsetzen, so, das habe ich vergessen. Ihr könnt euch jetzt ausmachen, worauf ihr geht. Ihr könnt euch einigen, ihr könnt euch anlügen, manipulieren, beschimpfen. Na, beschimpfen lieber nicht, sonst können wir es nicht monetarisieren. Aber alles machen. Könnt euch auch küssen, wenn ihr Bock habt. Okay. Darauf habe ich nicht zu Bock, aber egal. Hast du nicht zu Bock? Nein. Okay. Ja, keine Ahnung, auf was willst du gehen? Ich kann ja das. Wir würden beide auf Off-White gehen, sagen wir mal so, sind wir ehrlich. Ja. Machen wir einen Deal. Hast du Insta sicher? Was? Hast du Insta sicher? Ja, ja. Wir könnten so machen, wir verkaufen das T-Shirt, aber ich will halt nicht mein T-Shirt verlieren. Okay. Kann sich halt drauf verlassen. Er kann sagen, wir schreiben auf Insta, aber kann auch sein, dass er sich nie wieder meldet. Ja. Das Risiko musst du halt bewusst sein. Ja, schon. Ja. Also, aber ich glaube schon, dass ich dir das Dings gönne. Ja. Du würdest ihm das schenken? Schon. Statt einem 15 Euro Rabattgutschein? Ja, passt. Okay, das heißt... Du würdest es mir jetzt wirklich schenken? Ja. Bist du dir komplett zu 100% sicher? Ja. Warte, wenn ich jetzt 1 Euro hinlege, und er 1 Cent, bekommt er das T-Shirt. Genau. Ja. Genau. Wenn ich jetzt 1 Cent hinlege und er 1 Euro, dann kriegt er das T-Shirt. Dann bekommt er das T-Shirt. Sorry, ich kenne meine eigenen Regeln nicht mehr. Wenn ich jetzt aber den 1 Cent hinlege, verliere ich mein T-Shirt. Genau. Ja, also ich sage jetzt, dass ich die 1 Euro Münze hinlege und das ist einfach sein Problem. Ob er mir glaubt oder nicht. Okay. Was hast du für ein T-Shirt darunter? Nichts Besonderes, ein Nike-T-Shirt. Okay, ja. Er sagt, er legt fix den 1 Euro. Ja, wie kritisch. Ich weiß nicht. Glaubst du ihm? Ich glaube nicht so. Du glaubst ihm nicht so? Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube ihm schon. Oder was? Glaubst du schon? Ja. Ist dir ganz sicher? Ich weiß nein. Nicht. Nein. Ja, eh nicht. Sicher. Ich glaube, er lügt. Oder wir machen so, warte, wenn ich den 1 Cent hinlege und du den 1 Euro, bekommst du das Tee, oder? Was? Wenn ich den 1 Cent hinlege, ja. Nein, warte, wenn ich den 1 Euro hinlege und er den 1 Cent, dann kriegt er das T-Shirt. Verkaufen genau. Wir es dann? Also, jetzt willst du ihm das Shirt geben, oder was? Ja, weil ich... Er wollte dir gerade noch das Shirt geben und jetzt ja, sagst du... Ich kann ihm nicht so vertrauen. Das heißt, du vertraust ihm mehr, wenn er gewinnt? Okay, aber... Aha, okay. Also, wenn ich gewinnen würde, dann würde ich, glaube ich, es nicht verkaufen. Okay, sondern? Sondern es behalten. Okay, das heißt, klingt eigentlich gut. Er gibt den 1 Cent und behält das T-Shirt. Klingt gut. Oder, weil du ihm ja eh nicht vertraust, wenn er den Euro gibt und dir das T-Shirt schenkt,
Das ist, klingt eigentlich blöd, gell? Da kann man ihm nicht vertrauen. Besser er kriegt das Shirt und nimmt das Shirt, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Okay. Oder gehen wir beide auf einen Gutschein. Oder das, ja. Waren ja blöde Optionen bis jetzt. Mir ist egal, wenn du mir das T-Shirt wirklich schenkst, dann ja. Marcel ist ein bisschen verwirrt, oder? Ja, okay. Ziemlich sogar, weil ich weiß nicht, ob er jetzt snitcht oder halt nicht. Okay. Ist halt ein bisschen kritisch. Weil ich meine, ich hätte es wirklich verkauft. Ja, sehe ich. Verkauft und in den er will jetzt auf den Gutschein gehen, was sagst du? Also ich werde, wie gesagt, die 1 Euro Münze hinlegen. Okay, er bleibt bei dem allerersten, er gibt den Euro. Marcel, ja. Nimm das. Ganz ehrlich, was spürst du auch? Ja, ich hatte, wenn er jetzt 1 Euro hinlegt und ich den 1 Cent, bekomme ich das T-Shirt. Genau. Er wird den 1 Cent hinlegen, ich weiß, Max. Das, ich glaube nicht, aber es ist dein Spiel. Okay. Okay, ja. Seid euch einig. Aber wenn nicht, kann ich schnell drin umziehen gehen und dann... Ja, sicher. Ja, gepasst. Okay, gut, dann dürft ihr mir jetzt die Münzen geben. Warte, du darfst mir zuerst die Münze geben. Zack, okay. Und du darfst mir die Münze geben. Okay, liebe Leute, was denkt ihr, ist passiert? Ich sag so, ich war mir ziemlich sicher und ich hatte recht, er hatte tatsächlich das Off-White-T-Shirt gegönnt. Du bekommst das letzte Off-White-T-Shirt. Darf ich das letzte so Shirt haben? Oder ich spiele dann hinter den Verkaufen gemeinsam. Bitteschön, gratuliere Marcel, danke vielmals fürs Mitmachen. Schön, dass ihr so ehrlich wart. Apropos ehrlich, da fehlt noch ein Euro, danke. Ganz viel Spaß mit dem Off-White-Shirt. Das war die erste Version von Offenheit oder Off-White. Es gibt noch bald einen zweiten Teil, vermutlich am 17. Bleibt also auf alle Fälle dran. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und am 25. der offizielle Release von MEM Tabula Rasa. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, euer Maximilian.